Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich meine Ausführungen beginnen mit der harmonischen Übereinstimmung, die die vier Diskutanten soeben vor dem Brandenburger Tor am Pariser Platz anlässlich des Tages gegen Homophobie hatten, in dem eigentlich alle vier Diskutanten Auffassung sind und Auffassung waren, dass die Ehe für alle nicht nur kommen muss, sondern für den einen eine Frage der Zeit ist und für die anderen auf der Stelle. Gestatten Sie mir aber, einen anderen Einstieg zu wählen, nämlich den, den der Kollege Hirte in trefflicher Weise so quasi auf dem Tablett serviert hat. Lieber Kollege Hirte, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wir haben doch nächste oder übernächste Sitzungswoche eine Verfassungsänderung auf der Tagesordnung. Ich bin bereit und wir sind als Sozialdemokraten bereit, die Ehe für alle in diese Verfassungsänderung als Omnibus mit draufzunehmen. Wir sorgen für unsere Zweidrittelmehrheit in den Ländern und in diesem Haus. Und Sie sorgen für die Zweidrittelmehrheit bei Ihren Ländern und Ihrem Haus. Ein Wort drauf und wir gehen nach Hause und haben heute am 17.05. ein paar Minuten nach 17.50 Uhr ein vernünftiges Ergebnis. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 4 Jahre, die ich diesem Hohen Haus angehöre und die Debatte leider 4 Jahre mitverfolgen und mittragen muss, führen mich zu dem Ergebnis, dass ich auch auf Einlösung dieses Versprechens, nämlich eine Verfassungsänderung schnell umzusetzen, wenig Vertrauen habe. Wenig Vertrauen habe deshalb, weil ich feststelle, dass seit Anbeginn dieser Legislatur das, was wir vereinbart haben, nämlich rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartner schlechter stellen, zu beseitigen, bis zum heutigen Zeitpunkt mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen verschleppt, verzögert und verhindert wird. Und ich sage ganz offen, Diskriminierung abzubauen, Lebenspartner gleich welchen Geschlechtes als Ehepartner sich lieben, leben und vor allem zu achten in dieser Gesellschaft, ist unsere dringende Pflicht, die wir nach dem Grundgesetz haben. Und es ist so einfach. So einfach. Das kann jeder verstehen. Da braucht man keine höhere Bildung. Ganz einfach Ungleichheiten, Beseitigungen, Diskriminierungen, Beseitigungen. Kollege Hirte, Sie haben gesagt, Sie finden keine Diskriminierung in diesem Land. Ich gehe, nehme doch bloß einfach in den Schulhof, da wo es heißt, du schwule Sau, du Schwuchtel und Ähnliches. Ich nehme den Versicherungsvertreter, der süßsäuerlich guckt, weil man ihm nicht die Eheurkunde, sondern Lebenspartnerschaftsurkunde vorlegen muss. Ich nehme den Vermieter, der die Wohnung nicht vermietet, weil er ein schwules oder lesbisches Paar nicht vermieten will. Und Sie sagen, es gibt keine Diskriminierung in diesem Land. Ihr Leben, glaube ich, in unterschiedlichen Staaten, in unterschiedlichen Ländern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere aber aus der Union. Ich habe akzeptiert, ich kann akzeptieren und ich habe das mehrfach wiederholt, dass ich eine Gewissensentscheidung verstehen kann. Ich kann zwar nicht verstehen, wie jemand aus Gewissen heraus Diskriminierung und Ungleichbehandlung für gut empfindet, aber ich kann eine Gewissensentscheidung in jeder Form akzeptieren. Ich kann aber nicht akzeptieren und will nicht akzeptieren, dass aus reinem Machtkalkül, aus reiner Machtgier, wollte ich sagen, nur weil jemand Bauchschmerzen hat, weil jemand glaubt, er müsse ein bestimmtes Klientel jetzt bedienen, Menschen in unserem Land, die nichts anderes wollen, als Eheleute anerkannt, respektiert, geschätzt werden, ihre silberne Hochzeit zu feiern, wo auch der Bürgermeister kommt, die goldene Hochzeit nach 50 oder eine diamantene Hochzeit zu feiern, wo dann der Landrat und die Abgeordneten kommen, dass diesen Menschen ihr Recht in dieser Gesellschaft nicht gegeben wird. Und leider ist die Realität eine andere. Die Ehe für alle wird seit Jahren blockiert, die Entscheidung verzögert. Und was mich heute auf die Palme bringt, und ich sage dies in meinen letzten Sekunden, die ich jetzt hier noch zur Verfügung habe, ist, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit Jahren versuchen, eine Lösung herbeizuführen und die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Stellen Sie die Anträge auf Vertagung, begründen Sie die Anträge auf Vertagung, setzen Sie das Konzept um, wie Sie verfassungsrechtlich den Menschen Gerechtigkeit zufügen wollen, dann sind wir dabei, aber nur dann, wenn die Gerechtigkeit und die Ehe für alle in diesem Land Realität wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner spricht Alexander Hoffmann von der CDU-CSU-Fraktion.